Herzlich willkommen zu Rons meiner Plattenküche. Ich warte nicht, bis der Krieg vorbei ist. Ich denke mal, auch im Krieg müssen wir Platten hören, solange das geht. Wir müssen Platten hören, solange das noch geht. Und deshalb habe ich heute eine Platte, die wirklich immer wichtiger wird in meinem Leben, rausgesucht. Ich habe tatsächlich ein bisschen gesucht. Ich bin nicht einfach ans Regal gegangen und habe irgendeine rausgezogen. Ich bin auch ein bisschen angekratzt. Dachte gerade, ich muss mal einen Test machen, ob ich irgendwie vielleicht doch, ob es mich doch erwischt hat, weil bisher hat es mich noch nicht erwischt. Und hat mich anscheinend aber nicht erwischt, weil der Test war unglaublich negativ. Und ja, weil die Stimme heute so ein bisschen kratzig ist, dachte ich, heute ist sie dran. Die Transformer von Lou Reed. Nicht, dass man da jetzt unbedingt eine besonders stimmige, mir war so. Außerdem habe ich den Titel tatsächlich auch jetzt nicht komplett zum ersten Mal, wie sonst alle anderen bisher, gemacht, sondern ich habe den Titel tatsächlich im letzten Jahr mal irgendwann gespielt. Und textsicher wie ich bin, habe ich sogar den Refrain auswendig drin. Unglaublich. Die paar Worte. Nee, ich will sie euch empfehlen. Hört sie euch an, wer sie noch nicht kennt. Lou Reed im Jahr 1972. Das Ding ist also 50 Jahre alt. Und ich finde, das hört man der Platte überhaupt nicht an. Produziert von David Bowie, von keinem geringeren als David Bowie und seinem Gitarristen Mick Ronson. Und alle Songs hat Lou geschrieben. Ich finde, das hört man auch sehr deutlich, wenn man dann mitbekommt, weil der dann sonst noch so gemacht hat danach, dann hat er hier eigentlich schon den Weg aufgezeigt. Ich finde, es ist ein unglaublich verschärften Cover. Als Teenager fand ich den noch nicht so. Es erinnert mich immer ein bisschen an, so wie es hier ist, also ein bisschen an Boris Karloff und Frankenstein. Warum auch immer. Eigentlich soll es aber, glaube ich, Glamrock personifizieren. Aber ja, hat er für mich auch auf der Rückseite noch nicht wirklich. Also hinbekommen, dass es jetzt unbedingt Glamrock ausdrücken soll. Es sieht für mich eher so nach vorweggenommener Disco, Saturday Night Fever Pose aus. Egal, die Platte ist der Hammer. Sie ist nicht mal so sparsam, wie sie einem vorkommt am Anfang. Sie ist unglaublich geschmackvoll instrumentiert. Und sie reicht eigentlich von Rhythm and Blues über Jazz bis hin zu einer guten Portion Punk-Attitüde. Das ist mein Tipp. Lou Reed, Transformer. Klaus Voormann am Bass. Und
Den wollte ich nicht vergessen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Ron. Ciao.